Herzlich willkommen zum ersten Teil meines Reiseberichts zum Forza Escape the Grid Event. Ich bin der Trant und ich erzähle euch einfach mal ein paar Worte zu dem, was bei diesem Event abgegangen ist. Also ich bin am 23.10. in Paris gelandet und dann bin ich mit dem Shuttlebus nach nebenan gefahren zu einem weiteren Flughafen. Der hieß Le Bourget oder so. Und das war eher so ein musealer Flughafen, wo alte Maschinen rumstanden, alte Flugmaschinen, alte Flugzeuge. Eine Rakete war da auch und ein ziemlich großer Hangar, wo eine Concorde drin stand. Oder ich glaube, das waren sogar zwei Concordes, keine Ahnung. Und in diesem Hangar fand eben auch naja, der erste Teil des Escape the Grid Events statt. Da waren ein paar Displays aufgebaut, wo die Leute Forza zocken konnten. Es gab was zu futtern. Es wurde ein bisschen Musik aufgelegt. Es gab auch dann eine offizielle Forza-Präsentation. Und hier habe ich dann auch das erste Mal den Felix getroffen und den Willi, der für uns die Kamera bedient hat. Und ja, der Uke war auch da. Der war ja auch mit auf dem Event, aber der hat dann quasi nicht zu unserem Team Deutschland gehört, weil Uke hatte einen eigenen Wagen, nämlich einen brandneuen BMW M6, der erst im September rausgekommen ist. Das Schlimmste bei mir ist dieser Anzug, weil der so eng ist. Ja, wir hingen da so ein bisschen ab in dem Hangar und auf dem Gelände drumherum. Und wir kamen uns auch ein bisschen vor wie bestellt und nicht abgeholt, weil es gab niemanden, der da auf einen zukam und einen offiziell willkommen geheißen hat, im Sinne von, hey, seid ihr die Teilnehmer vom Escape the Grid Event? Herzlich willkommen, legt euch hier hin, wir holen euch dann ab. Nö, so jemanden gab es nicht. Das war jetzt aber auch nicht so schlimm, weil dann hatte man mal Zeit, sich in Ruhe die Karren anzugucken, die dort vorgefahren wurden. Das war schon ganz geil. Also so ein McLaren MP4, den siehst du nicht jeden Tag. Und die Gelegenheit habe ich genutzt, um mich dann gleich mal reinzusetzen. Nächstes Auto, es ist ein Mercedes SLS mit den Flügeltüren, das finde ich ja so. Ich muss mal auf. Ja, nach 2 Stunden ging es dann endlich weiter, und zwar mit der ersten Challenge des Events, wo es darum geht, seine Herzfrequenz unten zu halten, während man als Beifahrer in einem Audi R8 um Pylonen driftet. Der Wagen wurde gefahren von einem professionellen Fahrer, und Felix hat sich der ersten Challenge angenommen. Er hat ein Pulsmesser umbekommen und musste dann halt 2 Runden um diesen Pylonenkurs düsen, also als Beifahrer. Cool, that's on. Jordan, just get a quick photo of you. Felix, Bratwurst Olé! Bratwurst Olé! Bratwurst Olé! Cool. Yes, yes. Trant, das mache ich nur für dich, mein Freund. Ja, danke. Thank you.
Komm, wir holen uns mal die Ergebnisse. 89 mit Puls. Ich hab gerockt und das, obwohl ich einen Harnitz auf hab. 89. What did I get? 89. Und er hat dabei auch ganz gut abgeschnitten. Also sein Anfangspuls war 2 Herzschläge pro Minute höher als sein Endpuls. Super, sowas von gerockt. Also er hatte eine Differenz von -2. Und dadurch hat er den 2. Platz gemacht. Besser war nur ein französischer Kollege von Canal Plus, der hat -8 gehabt. Ja, damit ist die erste Challenge schon ganz gut gelaufen. Und dann gab es die Vergabe der Autos. Gentlemen, welcome to the Museum of Aerospace here in beautiful Paris on this amazing sunny day. We've brought the Forza Horizon sunshine to you. You are here to embark on a very special adventure and an epic journey in 10 beautiful supercars over 1,000 kilometers for the next 4 days. We have 6 challenges, but there will only be 1 winner at the end of this week. Welcome to Forza Horizon, Escape the Grid. Welcome to the race. Felix hatte ja schon vermutet, dass wir den Jaguar XKRS bekommen. Ich weiß nicht, wo er die Info her hatte. Er hatte das nur mal auf Facebook gepostet und deswegen hat er sich den auch schon mal erklären lassen und zeigen lassen. Und im Zuge dessen hatte ich mich auch ein bisschen mit dem Wagen angefreundet. Der Jaguar, 550 Pferdestärken unter dem Arsch von Team Bratwurst, wird Bombe! Und bei der Autoverlosung gab es dann eben eine große Überraschung. Okay, Gentlemen, first of all, we have the beautiful British Jaguar XKRS. Let's have a look, see who's won this beautiful prize. Frederick Moulin! Yes! Come on up, Frederick! Oh, what? Schiebung! Ich hab gedacht, wir haben den Jaguar! Echt viel Überraschung. Scheiße. Ich hab doch nicht den Jaguar. Ah. Hoffentlich hab ich noch den BMW. Ey, scheiße. Also eigentlich haben wir ja... Jetzt weiß ich auch nicht. Von den Nissan... IDRA. Achtung. Wir kriegen so den Audi A8 jetzt. Wir kriegen so einen Lettered BMW oder so. Warte mal. Das ist so ein Mercedes. Das ist so ein Familienschlitten. Doch, bei dir zu dritt. Vielleicht kriegen wir auch den verbeulten Bentley. Boah. Ey, voll der. Komm. Den Beulen Bentley. Bentley, die Beule. Oh Mann. Ich wollte den Jaguar. Ich mag den voll schon. Ich saß schon drin und hab schon hier, ne? Okay. Ich finde das echt voll der blöde cool Franzose, hier. Den, ey. Das ist der Markt. Alright, next up we've got the Audi R8. Ich hoffe, der ist schon tot gefahren worden gerade eben. Nee, hier, der ist neu. Achso, ja. Stimmt, gleich ging mein Cabrio. The Audi R8 Spider, we've got Marco Pessenza. Oh, nice. Well done, Marco. Your keys, my friend. Don't stand next to your car. Ich hab's gerade eben gesehen. Der Typ hatte auf seinem Sheet drauf Jaguar XKRS Gamesel. Okay, den bin ich. All the way from Japan. Nein, kein Japaner, die bauen keine Sportwagen. Doch, den bin ich geil. Quentin Smith. Zum Glück, ey, komm. Wir sind nicht bei Fast and Furious, du kleiner Freund. Obwohl Morris so freundlich aussieht, man muss ihm nicht alles glauben. Okay, jetzt den McLaren unter den SLS. Ja, die haben nicht mal Alibi-Rücksitze. Wo soll unser Kameramann dann hin? Willi. Wir kleben den einfach an die Saugnapf-GoPro-Halterungen und schneiden ihn auf dem Dach fest. Ey, wir kriegen jetzt echt den Beulen Bentley. Scheiße. Guck mal, wie jetzt der ist. Ich sehe die Beute schon jetzt hier, ne? Da steht eine fette Bampe.
British engineering at its finest right here in the heart of der Boeing Bentley. Jetzt kommt der Boeing Bentley. Pass auf, der Boeing Bentley. Jetzt kommt der Boeing Bentley. Ach, bitte nicht, bitte nicht. Bitte now we've got Nicholas Smith. Oh. Dann kriegen wir aber einen der drei Familienkutschen hier. Der Maserati. Der Maserati, den finde ich auch gut. Ja. Der ist ein Cabrio. Da können wir romantisch Händchen halten, fahren und jeder kriegt's mit. Ach du Scheiße. Die freuen sich alle gar nicht, wenn sie die Autos kriegen, ne? Ich bin auch schon, die wissen noch gar nicht, dass sie die Autos behalten dürfen. Ey, wir kriegen jetzt eine Familienkutsche. Ach du, all the way from Italy is the Maserati Grand Cabrio with the most incredible bright red leather interior I've ever seen. Die Maserati. We have in the Maserati Felix and Carsten. Yeah, Maserati Cabrio. Here's the keys. I take the keys. The interior is ridiculous. Yes, it is truly ridiculous, my friend. Super. Ey, bitte, ich möchte jetzt hier keine Beschwerde, ne? Auf. Ui. Ich bitte dich. Rotes Leder. Der fährt auch schneller als der Jaguar. Wir haben dann einen Maserati Gran Cabrio bekommen. Das war erstmal geil, weil das auf jeden Fall eine coole Karre ist, die da im Fuhrpark stand. Aber ich muss zugeben, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich eigentlich schon mit dem Jaguar angefreundet hatte. Und der Maserati ist jetzt so, ich habe mir den nie genau angeguckt und war dann erstmal, ja, es war so eine Mischung aus Freude und Enttäuschung. Willst du mich verarschen? Schau dir mal das Auto von vorne an. Der sieht von vorne um einiges besser aus als der Jaguar. Schau dich mal von vorne an. Der sieht aus wie ein italienischer Sportwagen. Der sieht aus wie, wie du vorhin schon sagtest, wie so ein Mitsubishi oder so. Aber irgendwie geil. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, ey, weil es halt ein super Wagen ist mit 450 PS Ferrari-Motor, mit einem geilen Interieur, mit rotem Leder. Es ist ein Cabrio. Ich meine, allein das ist schon ziemlich geil. Da gab es nicht viele im Fuhrpark. Und ja, also die Enttäuschung ist auch sehr schnell gewichen. Schon ganz gut. Klang schon ganz geil eben, das muss man sagen. Schon ganz gut. Ja, nach der Autovergabe war dann die nächste Station das Hauptquartier von Microsoft in Paris. Tja, und bei Microsoft wurden die Wagen dann in der Tiefgarage geparkt, bis zum nächsten Tag, wo es dann losgehen sollte. Das war Tag 1.